Matthias Schulz, diese und die letzte Spielzeit waren ja wirklich unvorhersehbar schwierig. Mit welchen Hoffnungen, mit welchen Erwartungen, mit welchen Planungen gehen Sie jetzt in die kommende, vor uns liegende Spielzeit? Also wir haben im letzten Jahr ja wirklich nicht nur Plan B, Plan C gehabt, sondern wir waren irgendwann bei Plan V. Und wir mussten im Zwei-Wochen-Rhythmus überlegen, wie gestalten wir die Spielzeit, wie halten wir den Motor am Laufen, welche Premieren können wir zugänglich machen über TV, über digitale Möglichkeiten. Und das war natürlich in so einem Betrieb, der auf Planbarkeit auch baut, schwierig. Jetzt freuen wir uns aber umso mehr, haben die pure Begeisterung, dass wir wieder die Aussicht haben, vor Publikum zu spielen. Jetzt sogar die Bestätigung zum Saisonende. Und im nächsten Jahr wollen wir einfach wieder richtig durchstarten. Das Programm der kommenden Saison steht ja unter dem Schlagwort schlaflos. Diese Saison war ja das Motto ruhelos und plötzlich hatten wir alle mehr Ruhe, als wir je gedacht hatten. Was hat es denn jetzt mit dem Schlaflos auf sich? Schlaflos ist ja so ein Zustand der Erwartung, eines möglicherweise auch einen erregten Zustand. Es gibt auch so einen Ausspruch, Schlafen ist auch eine Form der Kritik, besonders im Theater. Also wir hoffen im nächsten Jahr besonders viele Zustände der Schlaflosigkeit zu erzeugen, im besten Sinne. Und dazu kommt, dass wir eine Uraufführung haben, eine neue Oper von Peter Ettwisch, die auf einer Erzählung von Jon Fosse basiert, die Schlaflos heißt. Werden Sie denn die neue Saison mit so einem richtigen Paukenschlag beginnen, jetzt wo wir alle wieder Live-Kultur vor Ort erleben können? Naja, zunächst beginnen wir mal sehr, sehr bald im August. Und da haben wir gleich mal ein Wochenende Ende August mit Fidelio und Butterfly. Und wir haben auch ein großes Eröffnungsfest gleich Ende August geplant, am 28. Und das ist mal wichtig. Und dann geht es gleich zur ersten Premiere, die am 3. Oktober wie immer sein wird. Das Wort Premiere hat ja einen ganz neuen Zauber gewonnen, weil wir alle so lange keine richtigen Premieren mehr vor Ort erleben konnten. Welche Premieren stehen denn in der kommenden Spielzeit ins Haus der Staatsoper? Also wir beginnen mit Così fan tutte. Dann haben wir bei den Barocktagen Idomeneo von André Compras, ein Komponist, der noch nie bei uns erklungen ist, mit Alex Olé als Regisseur, der Teil dieser Fura del Baus Künstlergruppe aus Barcelona ist. Dann kommt die Uraufführung Sleepless mit Peter Ettwisch, dem wunderbaren Komponisten, der selbst dirigieren wird, gemeinsam mit Maxime Pascal. Und Regie wird führen Cornel Mondruschko, der jetzt sehr bekannt wurde über dieses Filmdrama bei Netflix Pieces of a Woman. Dann haben wir als nächstes Makropoulos, wo der Janacek-Zyklus fortgesetzt wird mit Simon Rattle. Bei Makropoulos geht es ja um das ewige Leben und was vielleicht auch die Probleme vom ewigen Leben sein könnten und sind. Klaus Guth ist der Regisseur dieses Werkes, der für psychologische Beziehungen gerade so gut ist. Dann haben wir Don Giovanni zu den Festtagen und ja, zum Jahresende die Turandot, eine neue Turandot mit Philipp Stölzl, mit Subin Mehta am Pult, mit Anna Netrebko in der Titelrolle und wo wir, glaube ich, auch mit Turandot existiert gar nicht, mit diesem Ausspruch in einer tollen Weise, auch technisch aufwendigen Weise umgehen und das wird dann der Saisonabschluss sein. In der kommenden Spielzeit steht ja der Mozart da Ponte-Zyklus vor allem im Fokus. Drei Opern innerhalb von kurzer Zeit haben Mozart und Lorenzo da Ponte zusammen kreiert. Was ist denn das Besondere an diesem Zyklus jetzt in der kommenden Spielzeit? Ich glaube, die Sängerbesetzungen sind einfach besonders spannend. Einfach diese Mischung, wo Daniel Barenboim gemeinsam mit der, ich sag mal, für ihn fünfte Generation von Mozart-Sängern zu arbeitet und dann aber auch erfahrenen Kräften, das da so richtig zusammenzubringen. Also beim Don Giovanni haben wir zum Beispiel, die auch bei uns im Studio war, die Slavka Cimenchnikova, ich hoffe, ich habe es richtig gesprochen. Dann Serena Saenz, die da bei uns auch war und immer wieder ist, und Elsa Dreisig, die da eine neue Generation an Frauen bilden, die diese Oper singen. Gleichzeitig haben wir eben Michael Volle als Don Giovanni, unseren Kraftmeier im besten Sinne. Und dann natürlich Vincent Huguet und sein Konzept, dass das auch in dieser Abfolge, wie es gedacht war, in der gesellschaftlichen Entwicklung von der 68er-Generation bis heute erlebbar ist. Also mit Così zuerst, dann Figaro und dann Don Giovanni.
Jetzt haben wir über die Premieren gesprochen, über das, was neu ist in der kommenden Saison. Auf welche Wiederaufnahmen können wir uns denn freuen? Ja, rund um die Neuinszenierung von Turandot hat sich so ein Puccini-Schwerpunkt ergeben, wo wir noch Fanciulla zeigen, Butterfly, Tosca, Bohème. Dann freuen wir uns auf Rosenkavalier, das war die letzte große Premiere vor der Pandemiezeit. Lustige Weiber kommt wieder, Elektra, Samson, Dalila. Außerhalb der Barocktage auch eine Wiederaufnahme von Dido und Aeneas. Die Barocktage sind ja Ihr persönliches Baby, wenn ich das so sagen darf. Die alte Musik liegt Ihnen als junger Intendant sehr am Herzen. Sie haben die Barocktage 2018 sehr erfolgreich eingeführt. Im letzten Jahr konnten sie dann pandemiebedingt nur an einem Wochenende gestreamt werden. Jetzt kommen sie richtig zurück, die Barocktage, oder? Also was ich richtig stellen muss, ist, es hat immer Barockoper auch hier im Haus gegeben. Aber ich habe das einfach nochmal versucht, so auf 10 Tage zu komprimieren und wirklich ein sehr dichtes Festival mit vielen Querbezügen herzustellen und vor allen Dingen mit vielen Neuentdeckungen. Ja. Zur selben Zeit fährt die Staatskapelle auf Reisen. Es gibt der Staatskapelle die Möglichkeit, eben da eine lange Reise zu machen. Das Haus kann Intimität mit seinen 1377 Sitzplätzen, mit dieser wunderbaren Akustik. Und deswegen passt auch, ja, sollte man einmal im Jahr wenigstens auch diese historisch informierte Aufführungspraxis, wo mit Darmsaiten gespielt wird und all diese Dinge, zeigen. Und ich freue mich sehr, dass es diesmal Emmanuel Haim und Le Concert d'Astrée sein werden, die kommen. Ein Ensemble, das 20-jähriges Jubiläum bei uns hier in Berlin feiert. Ein faszinierender Klangkörper, die Idomeneo von André Comprat zeigen. Und wir werden aber auch eine Wiederaufnahme von Hippolyte Arisé mit Simon Rattle und dem Freiburger Barockorchester haben. Wir werden auch eine Wiederaufnahme von Orfeo, Pluckschen Orfeo haben mit Christopher Rosé am Pult und den Akamus aus Berlin. Es gibt rund 15 Konzerte und freue ich mich natürlich besonders drauf. Linden 21 ist ein Format der Staatsoper, bei dem Unerwartetes, Unerhörtes, Zeitgenössisches entdeckt werden kann. Was können wir in der neuen Spielzeit dort entdecken? Linden 21 ist ja für uns immer so die Möglichkeit, ja, Musiktheater nochmal anders zu denken, vielleicht auch als Labor zu verstehen. Und da kann man nächstes Jahr vieles erleben. Zum einen ist es die Arabische Nacht von Christian Joost, ein Werk, basierend auf einer Novelle von Schimmelpfennig, das so ins Surreale abgleitet, wo unser ganzes Opernstudio eingesetzt wird. Dann haben wir ein Janacek-Projekt mit Jürgen Flimm als Regisseur, mit Texten von Boto Strauß, mit Schauspielern, mit Musikern der Staatskapelle. Und dann haben wir hier im Apollo-Saal ein Werk mit Tom Lutz aus der Schweiz, der Werkmeisterharmonien machen wird, der hier ein Bühnenbild mit Instrumenten schaffen wird. Wir sehen, wir spielen, glaube ich, in unterschiedlichster Form die uns zur Verfügung stehenden Räume der Staatsoper bei diesem Projekt. Letztes Jahr hatten wir einen großen Geburtstag, der 450. Geburtstag der Staatskapelle. Dieses Jahr wird jetzt der Staatsopernchor 200. Wie wird jetzt der Staatsopernchor gefeiert? Die ganze Spielzeit? Ja, der Staatsopernchor ist ja für uns natürlich eine wichtige Säule, auch ein Ensemble, wo man sagen muss, das in Pandemiezeiten ja besonders zu leiden hatte. Und natürlich werden wir die 200 Jahre ordentlich feiern. Es geht schon los, dass die beim Eröffnungsfest eine wichtige Rolle spielen. Dann werden wir auch das Format Staatsoper für alle sehr stark nutzen. Und es werden große Opernchöre zu erleben sein. Wir haben einen Festakt Mitte Dezember, wo sie... Ja, ein Te Deum im Zentrum steht des Programmes. Es wird aber auch die ganz große Oper von Samson bis Lohengrin, von Jenufer bis Trovatore, also all diese Dinge wird man bei der nächsten Spielzeit erleben und den Chor in seiner ganzen Pracht. Ja. Und wir werden auch ein Symposium haben, es wird eine Publikation dazu geben. Also ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, diesem Ensemble die volle Ehre zu erweisen. Stichwort Staatsoper für alle. Das war ja eines der wenigen großen Konzerte vor Publikum, das wir hier auf dem Bebelplatz erleben konnten. Die Staatsoper für alle gibt es gleich zweimal in der neuen Spielzeit? Ja, das hat damit zu tun, wir machen es pro Kalenderjahr einmal. Und wir hatten es jetzt zweimal erst im September. Und eigentlich war das ja immer im Juni. Und wir werden dann im Jahr 2022 wieder in den Juni wechseln. Das hatte mir so kriegt man das in der nächsten Spielzeit gleich zweimal. Das ist, glaube ich, 18. und 19. September.
und dann nochmal 18. und 19. Juni. Welche Komponisten stehen denn so ein bisschen im Mittelpunkt? Janáček haben Sie schon erwähnt und Schumann? Janáček, absolut wichtig, nächste Spielzeit, weil wir mit Makropoulos und Jenufer diese zwei Opern haben. Aber wir haben auch ein Janáček-Kammermusikfestival, wo an einem Wochenende die gesamte Kammermusik zu erleben sein wird. Dann ganz wichtig Schumann. Wer könnte zu dem Schlagwort schlaflos besser passen als Schumann? Es werden alle Symphonien zu erleben sein. Es wird sein ganzes Kammermusikwerk erlebbar sein. Wir haben Paradies und die Peri mit Simon Rattle. Aber Mozart darf man nicht vergessen. Ja, Mozart ist mit dem Da Ponte-Zyklus, aber auch bei den Festtagen, wo viele auch seiner Konzertwerke zu erleben sein werden, spielt eine wichtige Rolle. Und ich muss sagen, auch Puccini. Ja, weil Puccini, durch das, dass wir Turandot neu haben, die Butterfly zeigen und die Fanciulla als Publikumspremiere erlebbar sein wird, muss man schon sagen, gibt so viel Puccini wie lange nicht im Programm der Staatsoper. Außer der alten Musik und dem Barock gehört Ihr Herz als Intendant der Staatsoper ja vor allem auch dem jungen Publikum. Sie sind selbst fünffacher Vater. Was werden denn die jungen Besucher, die vielleicht zum ersten Mal an die Musik herangeführt werden, in der Staatsoper in der neuen Spielzeit erwarten? Unser ganzes Programm basiert ja sehr stark auch auf Mitmachen, auf Miterleben. Wichtig ist uns auch, dass so viel wie möglich Schüler einfach mal in diesem Haus gewesen sind, die einfach da waren, mal erlebt haben, was hier passiert. Die Arbeit des Opernkinderorchesters geht weiter. Das ja wir mit allen 13 bezirklichen Musikschulen Berlins zusammen machen. Dann das preisgekrönte Kinderopernhaus, wo wir mittlerweile in über 6 Bezirken aktiv sind. Und wo auch Lohengrin erlebbar wird, also eine Form von Lohengrin erlebbar wird. Pinocchio wird fürs Publikum nochmal zu erleben sein. Also ich glaube, da wird es viele Aufführungen geben und ich hoffe, dass das viele Schulklassen besuchen werden. Das Kinderopernhaus hat ja letztes Jahr den Opus Classic bekommen. Nochmal herzlichen Glückwunsch, ist 10 Jahre alt. Was berührt Sie denn besonders, wenn Sie die Kinder erleben dort? Das Tolle bei diesem Projekt ist ja auch, dass Kinder einfach so ganz, ich sag mal, niederschwellig an Oper herangeführt werden. Dass die Kinder ja auch selbst dort ihre Stücke, ihre Stoffe mitentwickeln. Und was mir auch besonders wichtig ist, ist, dass man Kinder ja grundsätzlich unterschätzt und dass man sie einfach da für voll nimmt und sie richtig herausfordert. Was ist denn nachhaltiges Hören und wie sieht es an der Staatsoper aus? Diese Stiftung Naturton wird ja nächstes Jahr 10 Jahre alt. Und wir dachten, wie kann man auch gerade zu Klimafragen dann nochmal ein Format schaffen, das da vielleicht auch anderes Publikum nochmal anzieht. Und da ist ein Format entstanden, das heißt Sustainable Listening, wo hier in diesem Apollo-Saal eine Klimakapsel entsteht, in der Musik mit Mitgliedern der Staatskapelle zu erleben sein wird. Das werden lebendige Formate rund um dieses Thema geschaffen, ja, wo man sich damit auseinandersetzen kann, reflektieren kann, wo man da auch noch zusammenkommen kann, wie in einer Lounge. Apropos Nachhaltigkeit und Klima, wie sieht es denn mit Gastspielreisen des Orchesters der Staatsoper aus? Wird sich denn der Opernbetrieb, der ja sehr schnelllebig war in den letzten Jahren, durch die Pandemie irgendwie ändern? Es ist, glaube ich, wird mehr so in diese Richtung auch gehen, dass man halt an einem Ort etwas hinterlässt, etwas Nachhaltiges, das vielleicht auch mit einer Aktion für die Jugend verbindet und solche Dinge. Und also während der Barocktage wird es, wie auch in den letzten Jahren, da eine ausgedehnte Tournee geben. Und es gibt eine Deutschland-Tournee, auch beim Ensemble, ja, dass man das Ensemble einfach, das haben wir immer intensiv eingesetzt, aber wir haben uns da noch mal stärker drauf besonnen. Ja, und haben zum Beispiel, wenn man sieht bei Sleepless, dass Lennart Frieling und die Viktoria Randem die Hauptrollen singen, das freut mich besonders, die eigentlich hier in dem Haus groß geworden sind. Man wird die Mitglieder des Ensembles, auch Mitglieder des Opernstudios, einfach sehr, sehr in zentralen Rollen auch wiederfinden in der nächsten Spielzeit. Ihr Vertrag ist im letzten November verlängert worden, nochmal bis 2024. Das gibt natürlich dem Haus in dieser Zeit sehr viel Kontinuität und Stabilität. Mit welchen Hoffnungen, mit welchen Wünschen gehen Sie in Ihre nächsten Jahre als Intendant der Staatsoper? Ich bin wahnsinnig glücklich, wie sich die Dinge da entwickelt haben. Ja, wir haben so vieles anzugehen gehabt. Erstmal der Übergang von einer Intendanz zur neuen ist sowieso immer so ein Thema für ein Haus. Dann hatten wir diesen Wiedereinzug und ich muss sagen,
wie sich das eigentlich in der Mitarbeiterschaft entwickelt alles, auch diese offene Kommunikation. Und ich freue mich einfach mit all diesen wunderbaren Leuten hier jetzt da diese ganzen nächsten Projekte anzugehen. Und ich glaube auch die Vielfalt, die wir da zeigen, eben von Barock bis zeitgenössischen Jugendarbeit, mit neuen Aktionen wie Autokino, die dann auch mit diesen Leuten hier wie aus dem Nichts herausgestampft werden konnten. Also da zeigt sich schon auch die Leistungsfähigkeit, die sich da entwickelt hat. Und wenn es so weitergeht und sich da so weiterentwickelt, dann ist das einfach ein ganz, ganz toller Ort, um Oper zu machen. Vielen Dank. Ja.